Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer nächsten Gesprächsrunde. Ich wurde von meinem Vorgängermoderator freundlichst angekündigt. Wir sprechen jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde zum Thema Mikromobilität und Stadtentwicklung, mobile Aufenthalts- und Lebensqualität. Ich bin Ingo Kolosch, ich bin Forschungsleiter am IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin und dort verantwortlich für das Feld Zukunftsforschung. Ich moderiere die nächsten 45 Minuten dieses Thema und möchte auch gleich direkt in dieses Thema eingehen. Die Frage ist, worum geht es eigentlich? Worüber sprechen wir heute? Ich überspitze mal. Gemeinhin assoziieren viele mit dem Thema Mikromobilität in der Stadt den feuchtfröhlichen Touristen auf einem E-Scooter, auf einem Gehweg entlangrollernd mit zu hoher Geschwindigkeit, andere Passanten gefährdend und am Ende das Ding willkürlich in der Stadt abzustellen. Das Ganze wird dann noch garniert oder umrahmt von Marktpotenzialanalysen zum Thema Mikromobilität. Da sind ganz große Dollarzeichen und ganz große Euronenhaufen immer dargestellt, also das Marktpotenzial. Und als drittes wird Mikromobilität als ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrswende im Sinne von nachhaltiger Gestaltung der Mobilität dargestellt. Das sind so kleine Klischees, die wir heute angehen wollen in der Gesprächsrunde. Sie sind überwiegend medial dargestellt, aber sie haben schon eine Referenz auf ein paar Probleme und Hindernisse zum Thema Mikromobilität und Stadtentwicklung, die darin liegen, wie wird der öffentliche Raum in der Stadt genutzt, wie ist das rechtlich geregelt, wer sagt an, wer wo was abstellen darf. Und das sind Fragen, mit denen wir uns in der nächsten Dreiviertelstunde auseinandersetzen. Und dazu, wer wird das tun, begrüße ich ganz herzlich Lisa Ruhrort vom Wissenschaftszentrum in Berlin. Ihr Schwerpunkt, Ihr Themenschwerpunkt ist die Transformation im Verkehr. Ganz konkret geht es ihr um die Verkehrswende als einen gesellschaftlichen Transformationsprozess. Und sie sucht in ihrer Forschungstätigkeit nach Strategien, nachhaltige Mobilität zu gestalten. Und die Frage wird sicherlich an Sie sein, inwieweit Mikromobilität da einen Beitrag leisten kann. Ich begrüße Hermann Blümel vom Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität, kurz IKEM. Er ist dort Teamleiter Energiewende und Hermann Blümel ist mit allen Wassern gewaschen. Er kennt Verkehrsplanung, er ist ingenieurstechnisch mit der Technik von Infrastrukturen, gerade im Bereich Elektromobilität, sehr, sehr vertraut. Und hat auch einen spezifischen Blick als Mobilitäts- und Stadtplaner auf das Thema das Mikromobilität. Ich begrüße weiterhin Tim Gerstenberger. Er ist Projektleiter urbane Logistik im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Hannover. Und er ist mit sehr vielen Pilotprojekten sehr nah an der Umsetzung und Implementierung von Mikromobilitätskonzepten in der Stadt verantwortlich und beschäftigt. Dann begrüße ich Volkert Klöppner. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Sie sehen ihn jetzt nicht leibhaftig im Bild. Er ist Vorstandsvorsitzender der Üstra, der Hannoverschen Verkehrsbetriebe AG, einem kommunalen Verkehrsunternehmen, das sich gerade auf strategischer und planerischer Ebene sehr stark, glaube ich, mit der Integration von Mikromobilität auseinandersetzen muss. Und Ingo Kutsch, er ist Managing Partner von White Octopus, einem Unternehmen, das ganz, ganz nah dran ist, an innovativen Mikromobilitätslösungen, und zwar aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer, also der User Experiences, und kann uns sicherlich die eine oder andere Innovation im Bereich der Anwendung von Mikromobilität in der Stadt berichten. Und als letztes Florian Wahlberg, Gründer und Geschäftsführer der Wahlberg Urban Electrics GmbH. Und er ist ein Pionier quasi des Vertriebs, im Vertrieb von Elektrorollern, weil er das schon seit 2012 tut, wo wir noch alle in anderen Dimensionen gedacht haben, aber keineswegs an geteilten Elektrorollern in der Stadt. Also noch einmal ein herzliches Willkommen. Wir haben nur 45 Minuten Zeit, deswegen habe ich die Vorstellungsrunde mal übernommen. Und möchte gleich ins Thema einsteigen. Also das sicherlich überzogene Bild, was ich dargestellt habe am Anfang, entspricht sicherlich nicht der Realität. Aber die Frage ist ja eigentlich, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Mikromobilität reden? Der eine definiert Mikromobilität noch das Fahrrad dazu. Ich würde mal ein bisschen klarer die Linie ziehen wollen. Also es gibt bestimmt zwei Dimensionen. Einerseits geht es um die Vehikel, über die wir sprechen, nämlich um Kleinstfahrzeuge, ja, also von Scootern,
Hoverboards, Skatern und so weiter, bis hin zu 3- bis 4-jährigen Kleinstfahrzeugen, die überwiegend elektrisch angetrieben sind. Und der Verwendungszusammenhang, dass meistens Mikromobilität zur Bewältigung der ersten und letzten Meile sozusagen konzipiert wird und eigentlich zunächst erstmal nur aus der Perspektive der Personenbeförderung gesehen wird, aber wie das Panel vor uns bewiesen hat, auch im Bereich der Logistik und des Wirtschaftsverkehrs schon Anwendungsfelder hat. Daher, um sozusagen aus dem Blick der Anwendung gleich einen ersten Eindruck zu bekommen, Ingo Kutsch, Sie begleiten nun mit Ihren Projekten innovative Umsetzung von Mikromobilität in den Städten. Wie sehen da konkrete Anwendungen aus? Wie müssen wir uns das jenseits dieser Klischees, die ich dargestellt habe, vorstellen? Was passiert gerade in der Umsetzung von Mikromobilität in urbanen Räumen? Mikro einschalten. So, ich muss mich entschuldigen, ich hab die Anfangsklischees nicht mitbekommen, weil ich... Die Anfangsklischees waren die wild gewordenen Touristen, die auf den Bürgersteigen mit ganz hoher Geschwindigkeit Mütter mit Kinderwagen umfahren und so weiter. Genau. Unser Panel heißt ja, es geht ja um Lebensqualität. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ne? Und natürlich, also wir sitzen hier in Berlin, auch tatsächlich in Berlin-Mitte. Und hier gibt es auch diese Touristen, die mit diesen E-Scootern rumfahren. Das ist manchmal lästig, aber das ist sicherlich nicht das, wo es hingeht, wenn wir über Lebensqualität sprechen. Also ich glaube, wir können uns wahrscheinlich relativ schnell einigen, dass eine höhere Lebensqualität in Städten stattfindet, wenn wir mit weniger Autos zu tun haben. Ist die Frage, was kann ein guter Ersatz für Autos sein? Ich habe eigentlich zwei Thesen für den Anfang, wo ich auch sehe, wo eine ganze Menge Potenzial zumindest liegt. Das eine ist, wir begleiten gerade, und das ist ein total spannendes Feld, Quartiersentwicklungen im Bereich, wie kriegen wir eigentlich autolose, autofreie, autoarme Quartiere hin in irgendwie verdichteten Städten. Es geht um Nachverdichtung. Das ist ja auch meistens eine Nachverdichtung, die nicht im Zentrum von Städten stattfindet, sondern irgendwie auch ein bisschen in der Peripherie von Städten. Und ich glaube, dass da ein wahnsinnig interessantes Feld ist für solche Mikromobile, die sozusagen dann auch den Lückenschluss zum, was ich, S-Bahn-Schrank oder sowas bringen oder ne, bis trotz vor Straßenbahn dann eben. Das finde ich total spannend. Das ist ein aus meiner Sicht noch nicht stark beleuchtetes, aber stark wachsendes Nutzungsszenario. Und das Zweite ist eigentlich eher ein Thema, das ich auch spannend finde, das kaum Berücksichtigung findet aktuell. Vielleicht geht das Richtung Florian nochmal. Wir sagen ja eigentlich so in der Verkehrsplanung und Forschung oft so, ja, nutzen statt besitzen. Und ich glaube, dass ein großer Hebel auch gerade im Bereich Mikromobilität, im Bereich Besitzen statt Nutzen liegt. Also wenn ich das Gerät habe, das Gefährt, es gehört mir, es ist mein Ding, mit dem fahre ich. Und das ist ja so, wie heute das nur Auto genutzt wird. Ne? Und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist. Und letzter Satz dazu. Wir machen es heute den Endnutzern relativ schwer, so ein Ding zu besitzen. Ne? Man muss das sozusagen anmelden, dann gibt es da ein paar Versicherungsdinge. Und ich glaube, aus einer Endnutzerperspektive ist das auch nochmal ein Thema, was man angehen könnte, die Regulierung ein bisschen zu vereinfachen, zu sagen, ich will so ein Ding nutzen oder ich will so ein Ding haben, ich kann damit fahren, ob das ein Monowheel ist oder ein Kickroller oder was auch immer, dass ich es ein bisschen einfacher mache. Ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Lösung für den Lückenschluss und Anknüpfung Richtung ÖV. Wunderbar. Vielen Dank. Der Stichwort ging schon weiter an Herrn Wahlberg. Herr Wahlberg, Sie haben ja zu einer Zeit begonnen, Elektroroller zu vertreiben. Da hat der eine oder andere im Scrabble-Partie vielleicht mal das Thema Mikromobilität zufällig gelegt, aber als systematisches Konzept, bis auf natürlich ein paar in der Wissenschaft, war das noch nicht so en vogue. Was hat Sie A, damals motiviert, auf dieses Pferd Elektroroller zu setzen und B, was hat sich seither aus Ihrer Perspektive getan? Ja, also erstmal, ich habe schon 2003 angefangen, Elektroroller herzustellen. Das ist also schon wirklich sehr, sehr lange her. Okay. Stand 2003 das erste Mal ernsthaft in China an der Assembly Line und habe gesehen, wie man das besser machen kann. Was hat mich dazu bewegt? Ehrlich gesagt, überhaupt kein schlauer Mobilitätsgedanke. Für mich war es einfach nur die Faszination, ein kompaktes Fahrzeug dabei zu haben, wo kein Benzin ausläuft und was nicht stinkt und womit ich mich dann leise fortbewegen kann. Das fand ich einfach persönlich fantastisch. Und was hat sich seitdem bewegt? Natürlich eine ganze Menge, aber lustigerweise ganz viel Emotionales, ganz viel Aufgebauschtes, obwohl überhaupt gar nichts los ist. Entspannt euch mal. Das ist so ein Drama in diese Wahrnehmung um Mikromobilität, obwohl in Wirklichkeit
das, was wir zwischen 2003 bis 2009 gemacht haben, sind Elektromofas gewesen, L1E-Zulassung, völlig entspannt. Genau das, was wir heute überall im Sharing oder im Verkauf sehen auf der Straße, einfach nur mit dem Sitz, andere Zulassungsformen, kostet halt ein bisschen was anderes und man braucht einen Führerschein. Aber das war schon damals möglich. Was hat sich jetzt getan? Das Hauptsächliche, was sich getan hat, ist einmal ein juristischer Rahmen, der es möglich macht, eine bestimmte Fahrzeugklasse, nämlich der Elektrokleinstfahrzeuge, quasi ohne Führerschein zu nutzen. Was es wiederum ermöglicht, dass eine Industrie, der Sharing-Industrie nämlich, sich sehr, sehr günstig auf eine motorisierte Fahrzeugklasse stürzen kann, ohne dass sie dem User einen Führerschein abverlangen müssen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganze Sharing-Industrie sich hart darauf stürzt und sich auch an den Vorzügen, was auch logistische Minimalkosten für diese Fahrzeugklassen angeht, einfach beinhaltet. Das heißt, die haben sich darauf gestürzt. Und jetzt muss man einfach sagen, dass natürlich einfach jetzt unser Stadtbild sehr stark prägt, dass halt diese Sharing-Industrie zum einen kommerziell durch die Decke geht, zum anderen einfach nur mal einen Nutzen hat, den wir so stark alle erleben können, und zum anderen, dass natürlich ein toller Aufreger ist für die Nebenschicht unserer Industrie, die sagt, was? Innovation? Auf keinen Fall! Keiner nimmt mir meinen Status quo. Das ist natürlich die Steilvorlage für jeden Moserer. Und jetzt das letzte, und sorry, dann bin ich auch ruhig. Das letzte Thema ist natürlich das, was sich auch stark verändert hat, dass alle, ich würde mal sagen, journalistischen Berichte darüber sich aufeinander aufbauen und keiner mehr anfängt, wirklich neu zu recherchieren, oder nur die wenigsten. Das heißt, in dem Augenblick, wo jemand berichtet und irgendwas über E-Scooter schreibt, verstehen die Leute gar nicht mehr, ob sie von E-Scooter sprechen, also als einem Produkt, oder dem Geschäftsmodell Sharing an sich. Das können die Leute gar nicht mehr trennen, weil einfach jeder nur vom anderen abschreibt und alle irgendwie die gleiche Kerbe nutzen, weil sie sagen, oh, wieder was für E-Scooter, lass mal darüber sprechen, ja. Was die anderen geschrieben haben. So. Genau. Prima. Und das ist, kann wunderbar weiterleiten. Also deswegen gibt es ja die Wissenschaft. Ne? Die Wissenschaft gilt als die Königin der Wahrheit. Und deswegen, wir haben jetzt Anwendungsfälle, Nutzerpotenziale gehört. Lisa Ruhrort, aus der Sicht der Verkehrs- und Mobilitätsforschung, wie sieht es denn um den Nutzen und die Potenziale der Mikromobilität in Städten aus? Und vor allem, wir können euch durchaus normativ werden, welchen Beitrag können Sie denn überhaupt leisten für eine nachhaltige Gestaltung von Verkehrssystemen im Sinne der Verkehrswende? Ja, also ich meine, das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage und da spielen ganz viele Faktoren mit rein, wie das immer so ist, gerade auch aus wissenschaftlicher Sicht. Aber ich glaube, wir sehen jetzt ja immer mehr Studien auch, die zum Beispiel die Ökobilanz von den Rollern sich anschauen, die noch nicht so gut ausfällt, natürlich gerade in Sharing-Systemen. Es gibt immer mehr Studien, die auch zeigen, ja, dass die Sharing-Roller, wenn wir jetzt mal uns auf die konzentrieren, als Beispiel für Mikromobilität, jetzt zunächst mal nicht im großen Maßstab irgendwelche Autoverkehrswege ersetzen. Das sind sozusagen Studien, die beschäftigen sich mit unmittelbaren Effekten, die man so unmittelbar messen kann. Ich bin ja aber Soziologin und beschäftige mich eben aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht mit der Frage, was müsste denn in einer Gesellschaft passieren, damit sowas wie ein großmaßstäblicher Wandel von einer Autoverkehrsgesellschaft zu einer Gesellschaft mit einem ganz anderen Mobilitätssystem möglich wird. Und aus der Sicht wiederum sehe ich ein großes Potenzial in diesen Fahrzeugen und in diesen, auch in den Sharing-Angeboten letzten Endes. Zum Beispiel deshalb, weil sie den Effekt haben können, dass sie ein neues Narrativ einer anderen Mobilität überhaupt erstmal sozusagen machbar erscheinen lassen. Also das war der Effekt, den es auf mich ganz stark hatte, als wir hier in Berlin diesen starken Anstieg von neuen Mobilitätsdienstleistungen plötzlich hatten. 2018, 2019 fing das ja an. Und aus meiner Sicht war das zunächst mal der Effekt zu sehen, aha, so könnte, jetzt wird eine Vision von einem multioptionalen Mobilitätssystem, wo man spontan verschiedene Verkehrsmittel kombiniert. Das wird jetzt zum ersten Mal eigentlich überhaupt greifbar und fühlbar und dadurch möglicherweise auch sozusagen wirkungsstark, indem es der Gesellschaft zeigt, aha, tatsächlich, das könnte gehen. Wir könnten eine Welt haben, tatsächlich mit wesentlich weniger Autos. Natürlich führen aber diese neuen Angebote nicht von sich aus dazu, dass es irgendwie weniger Autos gibt. Also dieser Zusammenhang besteht nicht, sondern wir brauchen eine Umverteilung von öffentlichen Räumen weg vom Autoverkehr, wie das ja auch schon viele Städte jetzt begonnen haben.
Und dann können diese neuen Angebote da eine zentrale Rolle spielen. Und zu dem, sozusagen, was du polemisch ja eingeleitet hast, das finde ich auch sehr wichtig, diese Art, wie einfach das Auftreten dieser neuen Angebote im öffentlichen Raum eine gesellschaftliche Debatte entfacht hat. Auch das ist aus meiner Sicht erstmal eine gute Sache, denn diese Debatte, dürfen diese Roller da eigentlich stehen? Soll dieser Platz nicht für jemand anderen sein? Diese Debatte führt uns überhaupt erst zu dieser Absurdität, die wir in gewissem Sinne ja historisch haben, dass eben das Abstellen von privaten Pkw dauerhaft Teil des sogenannten Gemeingebrauchs ist, also sozusagen als selbstverständlicher Teil des Verkehrssystems angesehen wird. Aber wir jetzt darüber diskutieren, dass E-Roller zum Beispiel mit Gebühren belegt werden sollen, wenn sie abgestellt werden. Und diese Debatte, das ist eine politische Debatte, wer soll was haben, darum dreht sich Politik. Und das ist gut, dass wir diese Debatte jetzt beginnen zu führen. Wunderbar. Um diese Debatte weiterzuführen, Hermann Blümel, das war eine wissenschaftliche Einschätzung und Sie haben die anderen Statements gehört. Dennoch fällt es offensichtlich Städten und Betreibern offensichtlich immer noch schwer zu beurteilen, inwieweit Kommunen solche mikromobilen Anwendungen wirklich wirksam einsetzen können. Wir kommen zu den Praktikern gleich. Aber aus Ihrer Perspektive der Verkehrs- und Stadtplanung und auch der Infrastrukturperspektive, wie schätzen Sie die Wirkung und Potenziale der Mikromobilität für urbane Anwendungen ein? Ja, danke für die Frage. Ich denke, wir müssen erstmal die Einordnung versuchen. Ich will das am Beispiel Berlin vornehmen. Ingo Kutsch hat es ja Berlin ja auch schon angesprochen. Wir haben in Berlin so tagtäglich, gut vor Corona, 3,8 Millionen Wege mit Bus und Bahn. Wir hatten vor Corona 1,6 Millionen Wege werktäglich mit dem Fahrrad. Wahrscheinlich sind es inzwischen gut 2 Millionen. Wenn ich die Carsharing-Szene, auch die Sharing-Angebote sind jetzt mehrfach erwähnt worden, in Berlin angucke, dann sind das so 20, vielleicht 25.000 Wege pro Werktag. Also im Vergleich so etwa 0,5% der Wege mit Bus und Bahn. Um die Verkehrsleistung und damit natürlich auch die Umwelt, die Klimaeffekte, die Verkehrssicherheitsaspekte, den Platzbedarf und so weiter anzugucken. Die durchschnittlichen Entfernungen in Berlin mit Bus und Bahn, sie liegen so bei 9-10 Kilometer. Carsharing etwa auch in der Größenordnung gleich darunter. Von den E-Scootern gibt es leider noch nicht so richtig viele Zahlen. 1,52 Kilometer ist so die Zahlen, die wir aus USA kennen. Also um die derzeitigen Angebote der Mikromobilität ein bisschen einzuordnen, die Relevanz ist marginal bis gar nicht vorhanden. Ich würde dann jetzt gerne zu der Frage kommen, wie könnte, die ja auch mehrfach aufgetaucht ist, welche Instrumente sind denn erforderlich, damit die Mikromobilität Relevanz erreicht? Ingo Kutscher hat ja auch die Vision von den autofreien Quartieren schon thematisiert. Also was muss denn die Politik, was müsste die Politik denn tun, um Mikromobilität, in Klammer Fuß- und Radwege, und da haben wir auch 2 Millionen pro Tag in Berlin, um denen mehr Platz zu geben, um die attraktiver zu machen. Wir haben ja das Thema Stadtentwicklung, Aufenthaltsqualität. Und da auch den Aspekt eben schon dabei berücksichtigen, der ja aufgetaucht ist, thematisiert wurde, was ist mit Männern, mit Frauen, was ist mit verschiedenen Altersschichten, wer ist wie unterwegs, wem muss man was besser ermöglichen? Ich will noch gar keine Antwort geben, aber zumindest das Ziel, die Vision ist ja mehrfach formuliert worden. Autofrei, autoarm, höhere Aufenthaltsqualität. Lisa Ruhrhardt hat über ein neues Narrativ gesprochen.
Ja, welche Instrumente stehen da zur Verfügung? Ist es die Kaufsteuer für das Auto, wie es ja in einigen EU-Mitgliedsländern diese gibt? Sind es die jährlichen Steuern für das Halten von Fahrzeugen? Ist es die Parkraumbewirtschaftung? Ist es die Energiesteuer? Welche Instrumente stehen denn da zur Wahl? Da würde ich gleich das Thema Instrumente aufnehmen und an Herrn Gerstenberger weiterleiten. Ich meine, Sie haben ja jetzt sozusagen von der großen gesellschaftlichen Vision bis hin jetzt zur stadtplanerischen konkreten Anwendung einiges gehört. Sie sind jetzt vor Ort, Sie setzen das um. Was sind denn Ihre Erfahrungen und welche können Sie schon irgendwie aus Ihren Erfahrungen der Implementation von mikromobilen Anwendungen ein bisschen berichten, was sind sozusagen Hürden, was sind Erfolgsfaktoren und welche Effekte hatte das vielleicht bisher gehabt? Schönen guten Tag erstmal von meiner Seite. Ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren dann zwischen den einzelnen Elementen, die hier schon angeklungen sind. Also wir könnten jetzt über E-Scooter sehr dezidiert reden oder zum Beispiel das Thema Lastenfahrräder-Einsatz. Und vielleicht für mich nochmal vorweg gesagt, also Mikromobilität hat, glaube ich, in unseren Planungsbegriffen viel mit Nahmobilität zu tun. Das hat, glaube ich, der Herr Blümel eben auch noch versucht, anschaulich darzustellen. Also wir reden schon über Wege, die irgendwie im Bereich von Rad und Fuß traditionell liegen. Und so gesehen hat das, was wie Frau Ruhrort auch gesagt hat, etwas damit zu tun, dass es ja neue Angebote gibt, wie auch immer sie sich genau technisch denn ausbilden, die in diesem Bereich uns dazu animieren, unsere Gewohnheiten mal zu hinterfragen, etwas Neues auszuprobieren. Und da würde ich jetzt erstmal positiv einen Plus hintermachen, dass es etwas Neues gibt, das eben an unseren Gewohnheiten so ein bisschen rührt. Was können wir ausprobieren? Also wenn wir jetzt ein kompaktes Fazit zum Thema Scooter ziehen, dann ist mein Lieblingsfazit, wir haben etwa 3000 davon von diesen E-Scootern in kommerziellem Angebot in Hannover, also die private Anzahl kennen wir nicht, das war ja im Vorgespräch hier, also unser Vorrunde auch mal ein Thema, ist im Unbekannt. Verglichen mit den über 400.000 Fahrrädern ist es eigentlich nicht diskussionswürdig zu sagen, was nimmt das jetzt an Fläche oder Ähnlichem weg. Was diskussionswürdig ist definitiv, ist die Frage, wie gut kriegen wir das mit den Aufstellern hin, dass die das ich sage mal, ein Gefühl dafür bekommen, welche Funktionen öffentlicher Raum heute schon hat und wie man sich da verträglich aufstellt und wie bekommen wir es hin, dass die Nutzer, die Karikatur, sage ich mal, des Anfangs, wie der Nutzer so aussieht und wie er sich verhält, dass er besser wird, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass er in seinen Gewohnheiten dieses ihm nicht gehörende Fahrzeug ordentlich abzustellen, dass es das besser wird. Das wäre mein Fazit. Ansonsten ist es, wie gesagt, ein Impuls zu sagen, was könnten alternative Gewohnheiten einfach mal sein. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich glaube, dass das, was wir technisch auf der Straße sehen, der Anfang von dem ist, was da noch kommt und das Learning by Doing da vielleicht noch etwas ausgeprägter ist als eine Automobilindustrie, die weit über 120 Jahre Entwicklung hinter sich hat. Die andere Frage geht vielleicht so ein bisschen Richtung auch unserer Versuche, das Thema Lastenfahrrad noch stärker zu integrieren, neben den privaten über Sharing-Systeme, die es in Hannover gibt, zu dem Thema, das auszuprobieren oder es eben gar nicht selbst besitzen zu müssen, um auch vielleicht die Flächenfrage für sich persönlich einfacher zu klären, weil so ein Fahrzeug zu Hause sich zu halten, ist ja auch nicht immer ganz einfach flächenmäßig. Und das andere ist, dass wir eben ein logistisches Projekt haben in Hannover, wo mehrere große Cap-Dienstleister das Lastenfahrrad komplett erfolgreich einsetzen, sowohl auf der betriebswirtschaftlichen Seite als auch hinsichtlich leise, emissionsfrei und sicher im Quartier andienen zu können und auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein super positives Fazit zu ziehen ist. Gemutet, Ingo? Ja, genau, ich vergesse es selber mal. Herr Klöppner, ich möchte zunächst fragen, können Sie uns gut verstehen und vielleicht, dass wir, weil ich hätte jetzt die für die erste Runde die letzte Frage an Sie. Können Sie uns gut verstehen? Also mich jetzt in dem Fall? Ja, ich kann Sie gut verstehen. Wunderbar, hoffe, wunderbar, wunderbar. Herr Klöppner, das Motto der Üstra ist, wir bringen Hannover nach morgen, Ausrufezeichen. Um dieses Morgen zu erreichen, welche Rolle spielt denn auf der strategischen und planerischen Ebene das Thema Mikromobilität? Also ich muss zugeben, dass ich hier in der Runde natürlich irgendwie ein bisschen exotisch bin, weil hier ganz viele innovative Kräfte wirken. Das würden wir uns und heften wir uns natürlich auch gerne ans Revier. Auf der anderen Seite müssen wir erstmal die Pflicht erfüllen, bevor wir die Kür machen können. Und wir haben es ja hier jetzt auch schon so ein bisschen gehört in verschiedenen Beiträgen.
Also die Bedeutung dieser Mikromobilität heute, insbesondere als Ersatz von dem Pkw-Verkehr, ist nahezu null. Mal eine Dimension von mir reingeworfen, wir fahren, befördern an Spitzentagen 800.000 Menschen in Hannover. Wenn wir hier den Marktanteil sehen der Mikromobilität, dann verbietet es sich eigentlich schon, dass sich ein Vorstand intensiv mit dem Thema wirklich befasst, weil das so klein ist, dass wir sicherlich woanders hinblicken müssen. Nichtsdestotrotz haben Sie völlig recht. Wir müssen natürlich für die Zukunft auch vorsorgen und gucken, wie können wir es schaffen, gerade den Umweltverbund zu stärken. Leider ist es ja so, haben wir ja auch schon gehört, dass eigentlich die Fahrten nur innerhalb des Umweltverbunds andere Fahrten ersetzen, Pkw-Fahrten aber überhaupt nicht. Insofern sehen wir das als wirkliche Ergänzung und als Fortschritt im Moment noch überhaupt nicht. Wir glauben auch, dass sich das gerade im E-Scooter-Bereich eher als Freizeitverhalten fortsetzt, aber keine wirkliche Relevanz hat in der Mobilität. Alter Daus, wenn ich jetzt mal nach den ersten Statements eine Zwischenbilanz ziehe, dann sitzen wir ziemlich in einem Dilemma. Also auf der einen Seite haben wir die großen Potenziale gehört und die Möglichkeiten, Möglichkeitsräume, wie man so schön sagt in der Zukunftsforschung, und auch von der empirischen Ebene her eher eine nüchterne Bilanz, die sagt, keine Relevanz und null Effekt. Alter Daus. Oh, Herr Gerstenberg, Sie wollen intervenieren. Sofort, bitte. Nee, ein Blick nach hinten lohnt ja manchmal auch, sage ich. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt die Zukunft ist, sozusagen. Das können wir uns, glaube ich, alle nicht anmaßen. Aber ob nun die erste Probefahrt von Frau Benz oder das Laufen mit Herrn Dreis mit seinem Fahrrad sozusagen diese Perspektive hatten, dass so viele Millionen Menschen mal diese Dinge nutzen, die gab es sicherlich auch nicht. Aber ich habe ja schon was dazu gesagt. Also ich glaube, das, was wir auf dem Markt haben, hat technisch noch viel Potenzial. Das Elektromobile und das Elektromobile mit der Batterie hat sicherlich auch viel Potenzial, ohne dass wir jetzt über Nachhaltigkeit reden wollen. Aber ich glaube, wenn die Jetzt-Industrie sich der Mikromobile noch stärker mal an den großen Playern orientiert, welche Qualitäten sie bieten, welche technischen Erfahrungen sie haben oder vielleicht die großen Player, ich sag mal, das Geschäftsmodell von Herrn Wahlberg vielleicht irgendwann mal auch okkupiert, ich habe keine Ahnung. Ja, dann vielleicht ist das ein Business für Sie oder ein Abschluss Ihrer Geschäftstätigkeit. Also ich würde das nicht negieren wollen und das irgendwie wegtun wollen, sonst machen wir das ähnlich wie Nokia oder so ähnlich, ne, am Ende. Ja, genau. Ja, oh, Herr Wahlberg. Volker Klöppner hier nochmal, wenn ich nochmal einen ergänzenden Satz machen darf, weil ich nicht so negativ enden möchte. Ich teile total den Blick von Frau Ruhrort, die sagt, dass wir hier eben das erste Mal etwas haben, was eine Veränderung der Mobilität anfassbar macht. Eigentlich ging das ja schon so ein bisschen mit dem Fahrradverleihsystem los, wo man eben tatsächlich bemerkt hat, und zwar sehr viel breiter als im Carsharing, weil es eben sehr viel mehr Leute dann auch nutzten. Man kann sehr einfach auf etwas zugreifen, das muss einem nicht gehören. Die Digitalisierung und die Mobile Devices helfen uns dabei, das zu vereinfachen. Und dieser Schritt da hinein, das ist aus meiner Sicht die größte Bedeutung, die im Moment diese ganzen E-Scooter-Verleihsysteme haben. Wir fangen ganz langsam an, das dicke Brett Veränderung des Mobilitätsverhaltens anzubohren. Wo das hinführt, das wissen wir nicht. Viel hat es, glaube ich, allerdings auch mit den städtischen Gegebenheiten zu tun. Wer mal mit so einem Ding durch die Altstadt von Hannover gefahren ist, der wird sehr schnell feststellen, das ist kein Vergnügen. Mhm. Wenn man allerdings in einer Stadt ist, die sich vielleicht insgesamt auch schon dem Radverkehr deutlich mehr zugewandt hat und ganz andere Wege hat und auch Oberflächen, dann mag das auch schon wieder viel mehr Spaß machen und sich besser durchsetzen. Also ich glaube, hier muss man auch immer ganz stark die städtischen Gegebenheiten sich anschauen. Jetzt Herr Wahlberg. Ich beiß hier schon in die Tischkante. Das dachte ich mir. Also erstmal, ich freue mich sehr, Herr Klöppner, dass Sie das eben noch gesagt haben. Ich habe ein paar Notizen gemacht, ich würde gerne ganz schnell auf ein paar Sachen eingehen. Erst einmal bin ich voll Ihrer Meinung, Herr Klöppner, das Wichtige bei der aktuellen Situation ist wirklich die Möglichkeit überhaupt für jeden Menschen einfach mal Elektromobilität zu erleben. Und was die Präsenz von Elektrorollern in Sharing-Systemen oder in wirklich erschwinglich zu habenden und zu besitzenden Elektrorollern ermöglicht, diese Möglichkeit für einen Endkunden, das einfach mal selber zu auszuprobieren und potenzielle Vorurteile einfach mal mit Fakten zu belegen, ist
meines Erachtens nach noch nie so präsent gewesen wie jetzt. Das ist das, also, und auch die Diskussion über Elektromobilität und Verkehrswende kommt meines Erachtens nach nur aufgrund dieser sehr, sehr aggressiven Präsenz der Kompaktmobilität, wie wir sie momentan erleben. Das ist meine Meinung dazu. Zum anderen möchte ich noch einmal auf das eingehen, was Tim Gerstenberg eben gesagt hat. Und zwar ist das diese Organisation der Aussteller oder der Verleiher, das heißt die abgestellten Fahrzeuge. Zum einen gibt es da schon seit langem Diskussionen im BMVI über das strukturierte Abstellen und das Etablieren quasi von Bereichen, in denen die Fahrzeuge strukturiert abgestellt werden. Hier gibt es eher juristische Hürden und organisatorische Hürden. Wie ist denn das bitte zu organisieren, wenn das Berlin, aber Hamburg und verschiedene Bundesländer alles entscheiden wollen? Nach welchem Maß der Mittel soll denn das gemacht werden? Das heißt, es ist eine regulatorische und letztendlich auch politische Sache, die sehr, sehr schwer zu strukturieren und organisieren ist. Aber alle Verleiher wollen das, alle Politiker wollen das, also alle politischen Instanzen im BMVI, aber wie es umzusetzen ist, ist in dem Dschungel unserer Regulatorik massiv kompliziert. Dazu möchte ich noch auf einen anderen Punkt kommen, und zwar bezüglich der Nutzung im öffentlichen Raum. Das hat Frau Dr. Lisa Ruhrort nochmal angerissen. Da habe ich mir notiert nochmal, die Nutzung im öffentlichen Raum ist einfach, das ist eine Steilvorlage, die meines Erachtens nach ein riesiges Thema ist. Wie kann es sein, dass Sharing-Firmen den öffentlichen Raum, der von Steuergeldern bezahlt wird, kostenfrei nutzen dürfen, aber in dem Augenblick, wo ein Gastronom einen Stuhl rausstellt oder einen Tisch und dort ein Bier verkauft, wird er von jedem Amt lang gemacht. Wieso darf das so sein? Dafür gibt es auch kein Regelwerk. Das ist ein Megaproblem. Und in dem Augenblick, in dem hier mit zweierlei Maß gemessen wird, ein Klamottenladen, der einen Kleiderständer rausstellt, dafür behelligt wird, aber ein Car2Go, ein DriveNow, ein ShareNow, ein Lime, Tier, Voi oder wie sie auch immer heißen mögen, das dürfen, ohne was berechnet zu bekommen, da sind die Probleme vorprogrammiert. Und jetzt zu meinem letzten Punkt, die Zahlen, die von Herrn Blümel genannt wurden bezüglich des Einsatzes 1 bis 2 Kilometer, die von Elektrorollern eingesetzt werden, sind Zahlen, die aufgrund der Sharing-Industrie kommuniziert werden, die überhaupt nichts mit Mikromobilität zu tun haben. Weil das sind Zahlen, die kommen aus dem Einsatz von Sharing. Sharing bildet den Use Case ab von A nach B. Ich will abends einen Saufen fahren, fahre da mit einem Sharing-Roller hin und fahre betrunken mit dem Taxi nach Hause. Die Mikromobilität besteht aber nicht nur aus Sharing von A nach B, sondern die besteht aus Fahrzeugen, die man besitzt, die den Use Case abbilden von A nach B nach A. Anderer Case, nicht zu tracken, keine kommerziellen Werte hinter diesen Daten. Aus diesem Grunde erfasst sie auch keiner. Darum bedienen sie sich Fakten. Jetzt bin ich ruhig. Prima. Ist von den Signalen her Lisa und ich glaube, Hermann Blümel hätte dann auch noch eine Replik. Und dann der Ingo Kutsch natürlich. Ja, ich wollte kurz auf den Punkt eingehen, den Herr Wahlberg gerade gesagt hat. Es sei ein Skandal, dass sozusagen die Sharing-Anbieter kostenlos den öffentlichen Raum nutzen, während sozusagen Gastronomen und so weiter das nicht dürfen oder das eben Sondernutzung ist. Aber das war genau der Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, dass diese Debatte um den öffentlichen Raum so wichtig ist, weil aktuell ist es so, dass eben, wenn ich ein privates Fahrzeug abstelle, auch wenn das 2 Tonnen wiegt und eben 10 Quadratmeter in Anspruch nimmt, dann ist das jetzt in der Regel ganz normaler Gemeingebrauch, für den ich nicht zahlen muss. Natürlich gibt es oftmals Parkgebühren für private Pkw in Innenstädten. Aber in der Regel gilt das immer noch als ganz normaler Gebrauch öffentlichen Raums, für den ich eben nicht zahlen muss. Und deshalb ist es auch fragwürdig, jetzt das umzudrehen und zu sagen, dass eben Sharing-Angebote Gebühren bezahlen sollen dafür, dass sie diesen Raum nutzen, obwohl sie eben ebenfalls betriebsbereite Fahrzeuge dahinstellen, die ja sogar von mehr als einer Person potenziell genutzt werden können. Also ich glaube, das ist genau eine der Knackpunkte, wie gesagt, eine der politischen Fragen, die neu entschieden werden muss. Aber ganz entscheidend ist dabei eben nicht nur neu zu entscheiden, sollen jetzt kommerzielle Anbieter Gebühren zahlen, sondern eben auch, sollen überhaupt private Fahrzeuge, also vor allem Autos, diesen kostenlosen Raum da zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist sozusagen die Kernfrage. Und übrigens ist die rechtliche Meinung, soweit ich sie aus Studien erlesen kann, ohne selbst Juristin zu sein, eben aktuell genau so, dass eben es aus Sicht des Gemeingebrauchs
egal ist, ob diese Fahrzeuge eben kommerzielle Fahrzeuge sind, Vermietfahrzeuge sind oder ob es eben private Fahrzeuge sind, sondern aktuell ist es eben noch Teil des Gemeingebrauchs und deshalb gibt es auch in den meisten Städten bisher noch keine Gebühren für das Abstellen von Sharing-Fahrzeugen. Hermann Blümel. Ja, ups, Augenblick. Ja, ja, wir sind ja bei dem Thema, das ich anfangs schon angesprochen hatte, welche Regulierung, die Diskussion im Bundesverkehrsministerium über Mikromobilität, die Frage der Sondernutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Raums. Das Ziel unserer, oder das Thema unserer Diskussion ist ja, wie bekommen wir eine höhere Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum hin? Ich möchte erst die These mal formulieren. Wir brauchen mehr Platz für die hocheffizienten Verkehrsmittel. Das ist Bus und Bahn. Wir brauchen in der Stadt für diese mehr Platz, denn diese transportieren, befördern mit dem geringsten Platzbedarf die meisten Menschen. Es gibt ja da dieses schöne Foto von den Autos und den Stühlen auf der Straße, wie viele Leute im Bus sonst sitzen. Die Frage Platzbedarf. Die Frage der Gebührenerhebung ist ja nur ein Regulierungsinstrument. Selbstverständlich braucht auch ein Carsharing-Auto einen Stellplatz, also in der Regel so 5 Meter mal 2,5 Meter. Und wenn das Regelungsziel ist, den Platzbedarf zu reduzieren, dann muss auch ein Carsharing-Auto eine Nutzungsgebühr bezahlen, genauso wie eben die Boutique, die ihren Kleiderständer auf dem Gehweg stellt oder der Pizzabäcker, der einen Tisch dort hinstellt. Und sehe da eben genauso die Notwendigkeit, dass auch Sharing-Angebote diesen Platz irgendwie Aufwand honorieren. Die zweite Frage, die ja auch schon thematisiert ist, das Abstellen. Wir erleben ja leider eine weiter sinkende Akzeptanz der Regulierung im Kraftfahrzeugverkehr, im Radverkehr, auch bei den Fußgängern. Hier in Berlin gerade wieder mal so ein bisschen der Skandal. Fahrradstraßen, die gesperrt sind, da fahren reihenweise selbst LKWs durch. Wie damit umgehen, dieses Problem zu verlagern auf den Außendienst der Ordnungsämter, auf den Verzug wird nicht helfen. Bei den Ladesäulen habe ich immer so den Dauersatz, den immer genutzten Satz, wir können leider nicht neben jede Ladesäule rund um die Uhr 24/7 einen Polizist mit Hund hinstellen. Dort wird eben der Parkplatz, die Steckdose permanent fehlgenutzt und hemmt damit bestimmte Entwicklungen. Meine ganze Vorrede soll eigentlich dazu führen, dass ich aus unserer Sicht des Klimaschutzes, der Energiepolitik die Notwendigkeit sehe, insbesondere den hocheffizienten Verkehrsmitteln, das ist natürlich der öffentliche Verkehr, das ist der Radverkehr, das ist der Fußverkehr, den entsprechenden Raum einzuräumen und die flächenintensiven, auch klimaseitig problematischen Verkehre zurückzubringen. Und da gibt es einen großen Instrumentenkasten, den müssen wir stärker nutzen. Ich will nochmal dem Kollegen Gerstenberger und seinem Optimismus was entgegensetzen. Wir feiern im Herbst 32 Jahre Carsharing. In Deutschland vor 32 Jahren wurde Carsharing hier in Berlin geboren. Die Relevanz nach 32 Jahren habe ich ja erwähnt. Das ist im Bereich von vielleicht in der Innenstadt 0,5% der Wege im Vergleich zum ÖPNV-Wegen. Also auch da wieder die Frage, welche Regulierung ist erforderlich, wenn man Carsharing mehr Raum geben will im städtischen Verkehrsgeschehen, wenn man den E-Scooter und den Verleihsystemen mehr Raum geben will, welche Regulierung ist erforderlich? Also bis Herrn Gerstenberger dazu antwortet, hatte vorher sich Ingo Kutsch gemeldet, also in der Reihenfolge. Wir haben noch 5 Minuten, das heißt, ich bitte um kompakte, präzise Aussagen. Kompakt und präzise. Also in der Corona-Krise haben wir jetzt gemerkt, dass alle Fahrräder ausverkauft sind. Ja?
Und wir haben extremes Pendeln mit Fahrrädern. Und das sind immer, also meistens eigene Fahrräder, ja. Also ob das ein Jobrad ist oder sowas, das sind eigentlich Fahrräder, ein Fahrrad, das ich habe, das mir gehört. Das ist die Verfügbarkeit, wann ich es brauche. Und da möchte ich nochmal reingehen und die Frage stellen, so Mikromobilität, wir sprechen natürlich über Sharing. Das hat natürlich einen verkehrlichen Nutzen, der aktuell relativ gering ist. Deswegen finde ich es schade und glaube, dass es aber eine positive Perspektive sein kann, den Besitz von solchen Vehikeln auch einfach mal zu fördern und zu sagen, wir müssen da einen Diskurs drüber starten. Weil so ein Vehikel, man kann es in der Regel einklappen, man kann es irgendwie mitnehmen, wenn es mir gehört, ich kann es zu Hause laden, wie auch immer. Das ist multimodal, dann ist es auch permanent verfügbar. Und wenn wir mit Nutzern sprechen und Nutzerinnen, dann ist diese Sicherheit, es ist da, wenn ich es brauche. Und es ist übrigens da, wo ich es brauche. Also wenn ich irgendwo am Rande von Hannover wohne oder am Rande von Berlin, dann funktioniert nämlich das eigene Fahrrad und dann funktioniert das eigene Mikromobil. Und ich glaube, dass wir den Diskurs dahin stärken sollen und mal gucken sollen, wie kriegen wir vielleicht Mikromobile in den öffentlichen Raum. Und ich meine, wenn BMW oder Volkswagen oder Daimler ihre Autos, ihre E-Autos in den Straßenraum stellen, sind es ja eigentlich Probefahrten. Also im Grunde verlängern sie ja ihren Showroom so ein Stück weit. Und das fände ich eigentlich einen spannenden Impuls, das nochmal zu sagen. Okay, kriegen wir vielleicht den öffentlichen Raum, wenn wir ihn schon benutzen, als Showroom hin, um das privat besessene Fahrzeug zu nutzen? Weil ich glaube, dann ist es auch eine substanzielle Verlängerung. Dann entscheide ich, nehme ich mein Auto oder nehme ich mein Mikromobil, mit dem ich übrigens auch nicht schwitze. Das Thema Regen ist nochmal ein besonderes, da kann man nochmal drüber sprechen, gibt es da auch andere Lösungen noch dafür. Aber ich würde sagen, so aus Endnutzerperspektive, immer wenn wir mit Endnutzern sprechen, ist die Verfügbarkeit eines eigenen Fahrzeugs dann doch immer noch relativ wichtig. Ja, Herr Gerstenberger. Das Mikro. Zusatzimpulse, die da gekommen sind. Also ich war so optimistisch und finde es auch weiterhin richtig, dass wir es so haben, wie wir es jetzt haben, was die Sharing-Angebote angeht, weil sie eben eine Chance aus Ausprobieren geben. Dass das dann, das teile ich mit Herrn Kutsch und eigentlich auch mit Herrn Blümel zu sagen, dass die heutigen Sharing-Modelle noch zumindest nicht sich durchgesetzt am Markt haben und relevante Wegeanteile, das teile ich auch total. Aber wenn wir jetzt anfangen zu regulieren, was wir so ein bisschen von Herrn Wahlberg gehört haben und irgendwie mit Free-Floating auflösen durch Zonierung, dann spricht es nicht mehr dem, was Herr Kutsch eben auch gesagt hat, zu sagen, mein privates Fahrzeug, das steht genau da, wo ich los will und es landet genau da, wo ich hin will. Und das ist die Qualität des Radfahrens zum Beispiel auch, nämlich, dass ich immer von A nach B ohne Brücke, nenne ich das jetzt mal, irgendwie komme. Heißt also für mich auch, die Phase, die wir haben, ist eine Testphase, ist eine Erlebensphase, um Gewohnheiten aufzubrechen. Und wenn wir die jetzt reglementieren und regulieren, dann verschwindet die und dann findet eben kein Umbruch statt. Und als letzter Satz vielleicht, oder als zwei, das eine finde ich wichtig, dass wir die Kompetenz der Nutzer im Auge behalten. Das heißt, wenn jemand keinen Führerschein mehr macht, kennt er die Verkehrsregeln nicht. Mal so als ein Beispiel. Das gilt für Fahrrad genauso wie für alle anderen Mikromobile. Auch wenn es führerscheinfrei zu fahren ist, ist es eine Aufgabe, das im Auge zu behalten. Und wenn wir als Kernfrage, so wie Herr Blümel das auch vertritt, das Thema Fläche im Auge haben, nämlich wie können wir öffentlichen Raum auch wieder mehr zum Leben nutzen und ihn lebenswerter machen, dann müssen wir an das Thema Blech ran. Das ist, das ist, glaube ich, unstrittig. Und dann können wir nur diesen Weg gehen, den wir gerade tun, oder wir regulieren es eben massiv. Und das ist dann aber eine Frage der Politik im Ersten und nicht jetzt, wenn ich als kommunaler Vertreter hier sitze. Ja, vielen Dank für die Stichworte. Hätten wir jetzt noch eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde Zeit, würde ich genau nämlich das Fass aufmachen, weil mich brennend interessieren würde eigentlich nochmal die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive. Also was ja bei der Mobilitäts- und Verkehrsplanung auch eine Relevanz sein sollte, dass man genau beobachtet, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse meiner Leutchen in meinem Mobilitätssystem und wo können da bestimmte Anwendungen helfen. Ich sehe das immer so als Analogie zu dem autonomen Fahren. Dort träumen alle davon, dass wir einen Wechsel haben, dass die Fahrzeuge, die wir jetzt haben, einfach ohne Steuer und wir sitzen da drinnen, spielen und arbeiten natürlich als fleißige Deutsche. Ich glaube nicht, sondern es kommt echt auf die Use Cases, Geschäftsmodelle und Anwendungsbezogenheit entsprechende Bedürfnisse der Leute an. Und darüber wird, glaube ich, auch neben dem regulatorischen über das Wohl und Wehe der Mikromobilität entschieden werden. Also wie das bestimmte Modelle vielleicht noch verfeinert werden können. Und Herr Wahlberg, ich weiß, Sie haben mitgeschrieben und Sie haben gezuckt. Sie haben sogar die Möglichkeit, weil die letzte Minute läuft, sowas wie ein Schlusswort zu sprechen.
Oh, das ist ja total geil. Jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen kurz timen. Okay, also erstens, vielen Dank. Wir werden eh abgeschalten. Okay, dann mache ich das mal ganz kurz und sage, ich bin ein großer Freund dafür, Besitz zu fördern. Ich glaube, die Elektromobilität und Elektroroller zum Eigentum haben das Potenzial zum iPhone der Mobilität. Und ich glaube, dass die Aufgabe der Hersteller ist, einfach die Produkte so sexy zu machen, dass man sie haben will und sie nicht mehr nutzen möchte. Ganz cool. Meine Damen und Herren, ich danke für die Beiträge und wir können jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Wer sich weiter fetzen und streiten muss, nimmt gegenseitig Kontakt auf und tut das weiter auf unterschiedlichen Kanälen. Ich fand es eine spannende Diskussion. Wir werden jetzt gleich abgeschaltet und ich bedanke mich für diese wirklich sehr schöne, bewegende, anregende Diskussion, die unbedingt fortgesetzt werden muss. In diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Und eine schöne Messe. Tschüss allerseits. Ciao. Okay, ciao.